Das Wetter ist toll. Ich sitze jetzt schon wieder auf Kohlen, weil ich jetzt gleich auf die Terrasse will, meine Terrasse abkärchern. Just Moody Things. Ich will noch die Terrasse kärchern, wir müssen hier schnell machen mit dem Shisha-Video. Let's go! Also, die Shisha-Mutti hat ein Video rausgehauen, Rauchen mit Alu-Kügelchen. Anfang April kam das Video, ein neues Experiment von der Shisha-Mutti. Wir schauen mal rein, ob das Ganze funktioniert und wie sie das Ganze gemacht hat. Okay, wir sehen sogar direkt am Anfang schon das Ergebnis. Also sie hat ein kaltes Apo genommen, mit einem Sieb, dann Alu-Kügelchen und direkt drei dicke Kohlen aneinander oben drauf. Ob das funktioniert oder ob hier die Hitze zu schnell weggeht, das werden wir jetzt mal rausfinden. Shisha la Visha, meine Freunde. Shisha la Visha, Shisha Mutti. Ich habe euch ja gestern im Livestream erzählt, dass ich heute wieder ein Video mache und das sitze ich jetzt. Mir hat ein ganz lieber Instagrammer hat mir eine Videoidee zugeschickt. Und ich dachte... Ob der das wohl bei Nico Slomo gesehen hat? Ich bin ja gerne für Experimente und für neue Versuche offen. Und freue mich auch, dass ihr mir Anregungen gebt. Und somit habe ich gedacht, ich will das nachmachen. Also ich habe es auch vorher wieder nicht getestet. Wir werden wieder sehen, wie es läuft, was rauskommt dabei. Aber ich bin sehr gespannt auf das Experiment. Hab dann ein Bild dazu. Ich auch. Leute, was sagt ihr? Glaubt ihr, das funktioniert oder das wird nichts? Also Alufolie okay. Gewickelt und dann so Kügelchen drauf. Ich fand es ganz witzig, die Idee. Und habe gedacht, komm, den Spaß machst dir. Ich probiere es mal. Also einfach nur Alufolie abreißen. Ah, diese Alugeräusche. Kügelchen drehen. War jetzt nichts Besonderes. Habe ich schon mal ein bisschen vorgeschafft. Ich weiß noch nicht, wie viel und was für eine Größe ich brauche. Damit es. Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit den Alukügelchen zwar viel Hitze an den Tabak bekommst, wenn du ziehst, wenn du aber nicht ziehst, wird wahrscheinlich nicht so viel Hitze an den Tabak kommen, beziehungsweise wird nicht der ganze Kopf so schön erwärmt, weil Leute, ihr wollt ja nicht nur viel Hitze an euren Tabak bekommen, ihr wollt ja auch, dass der ganze Kopf warm wird und der Tabak soll immer eine gewisse Temperatur halten, sodass dann das bisschen, was an Hitze beim Ziehen noch drankommt, den Rest gibt sozusagen, sodass die Molasse im Tabak verdampft und ihr dann eben normalen Shisha-Rauch habt. So, und die Alukugel lege ich mir dann oben drauf. Also so war der Plan, dass ich die Alukugeln hier so drauf lege, ziemlich bündig, dass kein Tabak zu sehen ist. Und dann soll man da drauf die Kohle legen. Also ich bin jetzt mal mega gespannt, ich auch. Wie das dann so wird. Aber ich sage ja, für Neues bin ich ja immer offen, das wisst ihr. Und ich experimentiere auch gerne. Ich bin selber ganz gespannt, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Wie mein Aluteller sein von Rosenfeld, den ich habe. Und darauf werde ich mir jetzt dann die Kohle packen. Der Aluteller ist halt deutlich dünner und massiver und hat weniger Lufteinschlüsse drin. Deswegen wird er die Hitze deutlich besser weitergeben als so selbst zusammengerollte Alukügelchen. Aber hey, vielleicht funktioniert es auch und ich bin hier komplett lost. Das Wetter ist toll. Ich sitze jetzt schon wieder auf Kohlen, weil ich jetzt gleich auf die Terrasse will, meine Terrasse abkärchern. Just Moody Things. Ich will noch die Terrasse kärchern, wir müssen hier schnell machen mit dem Shisha-Video. Let's go! Mensch, ich muss heute mal wieder ein Video machen. Könnte ich vielleicht noch ein bisschen nach außen packen? Oh, ich glaube, zwei lang, oder? Boah, das hängt voll in der vielleicht Mikro für mich. Zwei, meinst du? Mhm. Kein Platz drauf. So ein bisschen andrücken. Die eine schräg, vielleicht. Boah. Nein, das Türmchen. Aber gut. Ich sage ja, ich mache das ja wieder alles ohne. Aber im Bild hatte sie doch drei drauf. Vielleicht muss man es einfach ein bisschen auf den Rand packen. Einmal. Ich weiß aber nicht, ob es an dem Druck liegt. Wie gesagt, ich glaube, du ziehst immer zu direkte Hitze, die dann punktuell irgendwie verbrennt. Aber der Rest von der Hitze wird halt einfach nicht vom Kopf aufgenommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dein ganzer Kopf sich schön erwärmt. Und das machst du ja eigentlich beim Anrauchen. Und du willst ja eigentlich, dass dein ganzer Kopf ein bisschen Temperatur hat. Und ich glaube, das wird hier nicht funktionieren. Aber... hey, vielleicht klappt's. Wir schauen mal rein. Na, man lernt nie aus. Wäre aber vielleicht auch was, was wir im 10-Stunden-Streamer ausprobieren könnten, oder? Wieder mit mir und fiebert und zittert hoffentlich mit mir. Ich werde das ganz vorsichtig anziehen. Ich hoffe, dass die Hitze da auch irgendwie runtergeht und das funktioniert. Ich weiß nicht. Weil es sind schon ziemlich dick, die Kügelchen, merke ich da gerade. Ja. Okay, erst dazu. Ja, minimal kam da ein kleines bisschen Rauch, aber naja,
Ein guter Kopf war das noch nicht. Also mein Wassermelone, der schmeckt schon wirklich gut. Geschnitten. Sag mal, ich will hier die Alu-Kügelchen sehen und keine Toiletten. Jetzt kriege ich, habe ich hier echt. Hier, nächster Channel der Shisha-Mudi. Das ist die Haushaltsmudi, ja? Da kriegst du die Haushalts-Lifehacks. Ich sehe den Lifehack-Channel schon vor mir. In den Müll, vor allen Dingen in den Müll. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der dann doch ein bisschen Probleme hat mit Gummihandschuhen. Ich mag es nämlich überhaupt gar nicht, da wehre ich mich dagegen. Und da ist mir das eingefallen. Und Rollen haben wir ja im Vier-Personen-Haushalt. Mit gute Floralis, man kennt das, ne? Die Mutti weiß, wie es läuft. Richtig, Nils. Die Mutti hat die Lebenserfahrung am Start. So ist das. So, probieren wir es nochmal. So, wir sind gespannt, Leute. Funktioniert. Ja, also der Geschmack ist nach meinem Watermelon Punch. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass die... Wassermelone. Oi. Da muss ich los. Nee, Leute, ne, wenn euch Wassermelone schmeckt, alles cool. Ist einfach nur nicht so mein Ding. Alu-Kügelchen irgendwie nach Alu schmecken. Was würden wir alle das feiern, wenn eines Tages die Notification kommt? SWG mit Shisha Mudi, der erste gemeinsame Kopf. Lange nicht mehr benutzt, aber ich zeige euch, dass er noch funktioniert und dass ich ihn immer noch habe. Glow and Glow habe ich übrigens auch einen, ist ganz nice. Also bei Smokebox braucht man es jetzt eigentlich nicht, aber wenn sich hier irgendjemand einen Kaminkopf anraucht oder so, sage ich auch immer hier, schnapp dir einfach den Blow and Glow, hau den da dran, lässt ein bisschen ziehen, 5 Minuten, dann ist das Ding an wie nix, wie alles, weißt du? Jetzt wird auch nicht mit dem Blow and Glow nicht wirklich stärker. Also ich denke einfach, die Alu-Kügelchen, ihr habt es ja gesehen, die sind ja auch ein bisschen dicker, bis das Material richtig durcherhitzt ist, braucht ein bisschen, aber... Ja, also Leute, wie vermutet, das klappt nicht mit den Alu-Kügelchen. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, so, dass der Kopf da nicht warm genug wird und dass das hier nicht wirklich was bringt. Schade eigentlich, wäre ganz cool. So wäre ja eine ganz geile Idee, aber ja, wie gesagt, habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das nix wird.